Hallo. Servus, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, wieder hereinzuschauen. Da dort Tischlerwerkstatt. Heute geht es um was Ernstes. Der Erich, der haut mir immer sowas her. Sowas. Ich gehe, ich zeige euch das. Ich gehe, zack, schnappe und fall nieder. Hab mir diese Woche schon zweimal das Bein gebrochen und hatte einen Liegegips. Also, es ist ein ernstes Thema. Daher, was lernen wir daraus? So kleine Abschnitte, alles was am Boden liegt, immer nehmen, wegräumen. Auf den Müll. Solche Beilagbackeln, die wir brauchen zum Verleimen, nehmen, dorthin legen, wo sie hingehören. Auch hier auf dem Arbeitsplatz alles sauber halten. Diese Beilagsklotze wegräumen. Die Schraub zwingen. Man kann nicht ordentlich arbeiten, wenn alles verräumt ist. Die Gefahr, dass einem was passiert, erhöht sich, weil Hektik ausbrechen kann. Chaos, weil man schnell was braucht, man findet es nicht, dann läuft man umher, bleibt wieder hängen. Kabeln sollten auch nicht im Weg liegen. Der Erich wird euch jetzt zeigen, wie man Schraubzwingen richtig ins Regal hängt. Erich, du hast noch nicht Hallo gesagt. Oh, hallo, habe ich ganz vergessen. Ja, er ist da dort, Tischlerstube. Erich, das hat er jetzt vergessen zu sagen, er weiß ja nicht genau, wie das Format heißt. Was? Achso, Unfallverhütung oder Ordnung ist das halbe Leben. So. Also dieses Format heißt, da dort Tischerstube, Ordnung ist das halbe Leben. Ja. Genau. Alles was da rumliegt, immer am Platz räumen und immer am selben Platz räumen. Genau. Dann man nicht einmal da was hin, einmal da was hin und ich kann immer suchen. Ja, man muss es immer am selben Platz haben, damit man es auch wieder findet, denn beim Arbeiten stört das. Dieses Kabel hier unten, das sollte auch nicht sein, denn über dieses Kabel kann man fallen. Der Hund, sollte ein Hund in der Werkstatt sein? Oh. Der Hund ist unschuldig. Also der Hund ist unschuldig. Wenn man über einen Hund rüberfallen sollte, ist nicht der Hund die Schuld. Nein. Das haben wir gerade beschlossen. Erich, ich will ja nicht sagen, hier unten liegen zwei Zwingen, über die ich jetzt gerade fast... Also es war haarscharf, ich wäre fast drüber gefallen. Wo? Oh. Hier. Aha. Ja, wer hat den da hergelegt? Keine Ahnung, Erich. Ich auch nicht. So, wie schaut das jetzt aus mit diesem ganzen Feinstaub, der hier überall herumliegt? Warum war das nicht richtig abgesaugt? Aus dem Grund, manchmal arbeitet man mit der Oberfräse oder so oder Handkreissäge und das wird nicht 100% abgesaugt und dann hat man unten den ganzen feinen Staub. Man sollte das auch nicht zusammenkehren. Die Zeiten des Kehrens sind vorbei, oder Erich? Ja, man, alles absaugen. Genau, denn beim Absaugen ist der Staub weg. Und man sollte auch einen Staubsauger mit der Klasse L benutzen. Der hat dann wirklich keinen, also der wirft relativ saubere Atemluft aus, also quasi Reinluft. Das kann man kann quasi direkt das, was aus dem Staubsauger herauskommt, kann man eigentlich einatmen. Und Maschinen aussaugen, dasselbe. Wenn man eine Maschine aussaugt, öffnet man sie, dreht den Strom ab, zack, Strom abdrehen und dann saugt man innen die Maschine aus. Und nicht mit dem Kompressor. Genau, nicht mit dem Kompressor, hat Erich gesagt, weil dann entwickelt man wieder Staub. Erich. Oh. Erich. Erich. Ich denke, das ist sowieso die sauberste Fräse in ganz Österreich. Das glaube ich auch. Erich, vielleicht, dass ich kurz zeige, wie man den Boden sauber kriegt. Ja. Also, man geht zu seinem Staubsauger, öffnet den Deckel, sofern man das so hat, wie ich es hier habe. Dann baut man die Rohre zusammen, hin und wieder. Es gibt Tage, wenn ich gut drauf bin, dann baue ich mir das 7-8 Meter zusammen, dann kann ich im Hof stehen und kann die Werkstatt saugen.
saugen, weil das so lange ist. Aber heute, der Erik hat immer einen Stress. Ah, das habe ich jetzt falsch gemacht, Erik. Ich wollte nicht sagen. Zum Glück sieht das niemand. So, jetzt kann man unten das hingeben und dann kann man wirklich die Werkstatt saugen, ohne dass großartiger Feinstaub entsteht. So sagt er, es wenig zwischendurch weg. Steckdose voller Dreck. Gar nicht gut. Gar nicht gut. War das gut? Auch nicht. Ganz neu. Ich habe das erst zu Weihnachten bekommen. Ja. Macht man das so, um den Boden sauber zu bekommen. Früher hat man gekehrt, es hat gestaucht. Was ich hin und wieder mache, auch der Erich, wenn ich jetzt um 4, 5 nachmittags oder 6 oder 7 oder 8, manchmal war es auch schon 9 oder 10, hin und wieder halb 11, aber meistens 6 zum Arbeiten aufhöre, dann kehre ich zusammen, denn der Feinstaub hält sich wie lange, Erich? 24 Stunden. Warum wissen wir das? Weil das unser Hobby eigentlich ist. Man ja. kann sagen, Feinstaub ist unser Hobby. Und wir wissen, dass sich der Feinstaub 24 Stunden hält. Und der Grund ist immer, wenn wir jetzt zusammenkehren, wissen wir, wir haben definitiv 24 Stunden Pause, weil der Feinstaub 24 Stunden in der Luft bleibt. Letztens ist der Erich am Montag gekommen, wollte nur einen Kaffee trinken, haben wir gleich zusammengekehrt und der ganze Montag war quasi, wie kann man sagen, arbeitsfrei. Feinstaubfrei. Ja. Kaffeehaus, einige Besuche haben wir gemacht, aber ich glaube, was wir vermitteln wollten, haben wir, glaube ich, vermittelt. Also Sauberkeit ist einfach wichtig und achtet wirklich darauf. Man kann leicht hinfallen, kann sich verletzen und wir hoffen, dass euch dieses Format Spaß gemacht hat. Das war ja kein Format, das war jetzt eine Feinstaub. Okay, wir verabschieden uns, Erich. Ja, tschüss, Papa. Tschüss Baba, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und wie gesagt, Donnerstag kommt immer ein bisschen ein geschnittenes Video. Dieses Video ist ja sehr ungeschnittener, aber so ist das Leben. Der Erich kann dann auch nicht mehr schneiden, wenn er was gesagt hat. So wie er mich in der Früh begrüßt, so fängt der Tag an. Wenn er das gut macht, ist es gut. Wenn er es schlecht macht, dann war es nicht so gut. Und dann sind Spannungen und wir arbeiten aber an unserer Beziehung. Tschüss Baba, wir sehen uns. Gefällt mir drücken, Daumen rauf und das Ganze, die Sternchen, alles drücken, was drücken geht. Tschüss.